Guten Morgen, ich bin heute in der 23. Schwangerschaftswoche und heute steht das Organscreening an. Ich bin schon sehr gespannt, weil ich den kleinen Mann jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ja, beim Organscreening soll man sehr viel sehen, da es da einen sehr guten Arzt gibt, der irgendwie auch so 3D- und 4D-Bilder machen kann. Und ich dachte, ich nehme euch auf jeden Fall mit und vielleicht können wir ein wenig mitfilmen und sonst erzähle ich euch dann von meinen Eindrücken. Also viel Spaß! Ich bin wieder zu Hause angekommen. Das Organscreening ist super verlaufen. Also, ihr habt es eh kurz gesehen im Ausschnitt. Der Kleine sieht super aus. Und er ist schon 28 cm groß und 560 Gramm schwer. Die Größe ist so ein wenig über dem Durchschnitt, aber mein Freund ist 1,95 groß, also wird der Kleine wohl auch eher nach ihm geraten. Ja, er ist total gesund. Man konnte nichts feststellen. Der Gebärmutterhals ist 4 cm lang. Das heißt, es wird auch keine Frühgeburt erwartet. Und ja, Herztöne waren okay, Nieren okay, Leber okay. Alle Organe top in Ordnung und genau in der Norm. Und das beruhigt schon ungemein. Also, das muss man sagen, da, ja. Das Organscreening kann ich schon empfehlen, denn das ist schon so eine Beruhigung. Und ich kann euch noch schnell meinen Bauch zeigen. So sieht er mittlerweile aus. Ich trage ihn eher spitz nach vorne. Also so. Von vorne, glaube ich, sieht man das nicht so. Von hinten auch nicht, aber so von der Seite. Ja. Und wie gesagt, ich bin jetzt in der 23. Woche, also eher Ende 23. Woche und es geht mir gut. Also ich darf wirklich überhaupt nicht jammern. Ich habe bis jetzt eine sehr ruhige, angenehme Schwangerschaft und ich denke auch, dass der Rest so verlaufen wird und bin da ganz optimistisch. Und ja, das war's von dem kurzen Update. Ich blende euch noch ein paar Fotos ein und wünsche euch einen tollen Tag. Bis bald. Tschüss.